Was soll das? Die ersten Kisten, die ich hochheben kann und werfen. Oh, guck mal, wie stark der denn ist. Hui. Mit einer Hand. Wie Gordon Freeman, Telekinese. Hey. Hey, ich will da hin. Mach auf, mach auf. Mach auf, du Arsch. Hm. Ach, Mann, Daniel wird mal normaler. Ich kann nichts mehr sehen. Gleich hört er wieder Stimmen. Aber ich denke mal, dass ich hier was machen soll. Denn hier sind vier Reagenzgläser. Und hier kann der Chemietopf hin. Also, ich schätze mal, hier sollen wir eines Tages wieder hin. Gehen wir wieder zurück. Von dort, wo wir herkamen. Soll man sich fliegen? Scheiße, ich sehe fliegen. Haut ab, ihr Mistviecher. Ich habe euch noch nie gesehen. Nicht in meinem Let's Play von dem Let's Player, den ich da gesehen habe, der Gott übrigens ist. Ja. Ah, okay. Diese Wahnvorstellungen helfen also einen, sich zu heilen. Eingangshalle. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie wieder beim Konsulat in Konstantinopel. Da oben steht was. Boah! Scheiße, ey. Da habt ihr es. Ich rede vor mich hin, blubber irgendwie so einen Scheiß und dann... Oh. Weinkeller. Ich wollte da sagen, da steht Coca-Cola-Keller. Oh Mann, ey. Spiel, wieso erschreckst du mich so? Ach Spiel, ach Spiel. Du machst mir Angst. Wie spät ist das eigentlich? Boah, ist die Batterie meine Uhr leer hier? Oh, ich habe erst 18 Minuten aufgenommen. Zumindest seitdem ich gestartet habe. Ja, ihr wisst, was das heißt. Ich darf noch mehr leiden. Jetzt dürft ihr mich alle auslachen. Ich darf leiden. Und dies ist kein Let's Play, was ich verspätet hochlade. Also das kommt relativ datumsnah sozusagen. Raffinerie. Sie ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand oder Werkzeug geöffnet werden. Also. Mäh, tot. Oh, wir haben ja doch hier mehr. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Hm. Chemische Ingredienzien sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Und halt die Säure. Scheiße. Mist. Und verdammt. Ich kann nicht speichern, ich kann nichts machen. Ich trinke jetzt mal was. Ja, Cola hilft etwas. Aber ihr werdet noch häufiger sehen, dass ich mich erschrecke. Wir haben hier noch eine Treppe, die möchte ich gerne abgehen. Es lässt sich nicht bewegen. It doesn't move. So. Uff, toll. Ah. War ja doch was. Hier haben wir noch einen Weg. Archive. Archive. Gehe ich jetzt in die Archive oder in den Weinkeller? Ich gehe mal in die Archive. Meins. Oh, ich bin mal nochmal aufgestanden nach dem Duck. Es lässt sich nicht bewegen. Bam, 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 bam. Ja, ist klar. Hör auf. Gehen wir mal in die Archive. Uns bleibt ja nichts Besseres übrig, oder? Wenn man nach Canterbury will, muss man Dover durchqueren. Er nahm sich seinen Busch vor,
um sein schlechtes Gewissen gegenüber der vernachlässigten Familie zu beruhigen. Wenn die Ladezone mal weitergeht. Schal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 a. Ah, es geht. Seltene Bücher. Ein weiteres Memento und ein Loch im Dach. Aber bringt gutes Licht. Kacke Lagen haben die hier, ey. Was ist das? Was ist das? Aber ist mal eine schöne Abwechslung, mal einen hellen Raum zu sehen. 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Ho ho ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Nee. Interessant, interessant, interessant. Das habt ihr schon häufiger von mir gehört. Ebenso, dass ich leichte Kopfschmerzen habe. Haben wir keine Waffe wie Gordon Freeman in der Hand, ne? Nein. Kataloge. Daniel, du wirst allmählich irre. Stuhl, geh mal weg. Ja, genau, geil. Gut getroffen. Yes. Habe ich hier eine Kerze, die ich anzünden kann? Juhu! Das spart einiges an Licht und sowas. Das war wahrscheinlich Verschwendung, jetzt den hier zu benutzen. Aber naja, egal. Ach man, ey. Mama! Okay, ist ja gar nicht so dunkel, wie ich dachte. Was haben wir denn hier? Studie. Ich habe ein Geräusch gehört. Es hat so gegrummelt, aber ist mir egal. Ich habe hier Berge von Schränke mit weißen Hemden. Oh, ich schwöre, ich kann heute Abend nicht schlafen. So. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps.
The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. Oops. Ja. Und so zerbröselt der Keks nun mal. Ja. So viel dazu. Gehen wir mal weiter. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade gemerkt habt, ob da jetzt ein Schnitt war. Da war nämlich einer. Aber vielleicht wechsle ich auch in diesem Punkt den Part. Ich bin so ruhig, ne? Gerade eben war ich noch munter. Alte Bände. Ich möchte gerne Licht anmachen. Bitte da. Oh. Er beruhigt sich echt schnell. Das ist erstaunlich. Wo kommt die Musik her? Geil, Piano. Ich liebe Piano. Nutze ich immer in meinen Liedern. Boah, ist das dunkel hier. Oh, mehr. Und noch mehr. Aber er regt sich auch ziemlich... Aber Daniel wird... Boah, krank, ey. Er wird ziemlich schnell verrückt. Was die Dunkelheit angeht. Aber diese Lampe, die... macht alles doch echt gut in Ordnung. Schwimmt zwar noch, halt noch ein bisschen leicht hin und her, aber... Ja, okay, vielleicht warte ich noch einen Augenblick. Wenn das nicht immer hier so poltern würde, wäre ich wesentlich zufriedener. Dann geht's noch weiter. Was haben wir denn da? Historische Geschichte, ja. Historische Geschichte. Komm ich da auf. Ja, Staub kommt von der Decke runter. Das Schloss ist halt zusammenbrechbar, Alter. Sie lässt sich nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. It would be closed. Die Tür zum Geschichtszimmer ist versperrt. Gibt es einen anderen Eingang? Irgendwie habe ich da was... Naja. Da waren wir also drinnen. Gehen wir hier entlang. Das ist noch der einzige offene Weg hier. Oh Mann, ey. Ich hab voll Schiss gerade. Aber hier ist etwas heller. Aber fliegen hier Libellen rum oder sowas? Also hört sich gerade so an. Scheiße, ey, ich hab voll die Angst. Und jetzt gleich was.
jetzt gleich mal was richtig Heftiges. Was mich total voll erschrecken wird, sodass ich das Let's Play abbrechen muss. Bäume! Ja, ich gehe hier entlang, ich bin ja schon hier. Wieso bin ich gerade automatisch gelaufen? War ich hier schon? Scheiße, hier war ich doch schon. Da könnt ihr mal sehen, was das Hammer schwierig ist zu steuern, wenn er so verrückt wird. Ja, ich puste gerne ins Mikro, ich weiß. Mache ich halt so.